damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Five Nights at Freddy's 3 mit mir, den Thomas und PlayerGeddon. Ja, für die Leute, die sich meine Five Nights at Freddy's Let's Plays anschauen oder die neutralen Zuschauer, die mich einfach nur geil finden. Nein, die haben sich sicherlich gefragt, als sie Freitag um 17 Uhr online waren. Hä? Wieso kam denn bei PlayerGeddon kein Video? Ja, es tut mir wirklich leid, aber... Ich hatte Donnerstagabend schon eine Folge aufgenommen. 40 Minuten lang. Ich habe dieses beschissene Spiel einfach nur probiert, endlich zu schaffen. Und dann ist mir aufgefallen, ich habe noch nicht mal auf Aufnahmestart gedrückt. Also, einen Ton hatte ich aufgenommen, aber kein Bild. Und wenn man nur Ton aufnimmt, ist ja auch ein bisschen kacke, ne? Also, ich glaube, an dem Abend war ich total depressiv. Wollte Selbstmord begehen. Wollte aus dem Fenster springen. Wollte mein Notebook aus dem Fenster schmeißen. Wollte mein Zimmer auseinandernehmen. Ich glaube, jeder Let's Player, der das jedenfalls mal eine kurze Zeit gemacht hat oder so, der weiß ganz genau, wie bitter das ist, der steht da. Die wissen ganz genau, wie bitter es ist, wenn man was aufnimmt und dann die Aufnahme in Müll geschmissen wird. Das ist immer ganz bitter, wenn man das machen muss. Okay, 1 Uhr morgens. Wahrscheinlich kommt Freddy wieder angedanced. Nein. Ich muss jetzt Ventilation Error rebooten, weil das sonst in die Hose geht. Ja, man sieht's jetzt. Aber ich glaube, Springtrap ist wieder in Cam 8 gegangen, wenn das 8 war. Oder ist das 9? Nee, das glaube ich 8. Ach, da ist er ja wieder. Das ist sehr nice, dass er um 1 Uhr noch da steht. Also als ich Freitag das Let's Played habe, mit mir selber, umsonst. Hi. Da hatte ich das Problem, dass er jetzt sich langsam verpisst. Ah! What the fuck, wo kam der denn her? War das eine Illusion? Oder habt ihr gerade gesehen, wie Springtrap da stand schon, obwohl er gerade noch in dem anderen Raum war? Oder ich habe mich verguckt und er wird mich jetzt gleich töten. Ich verstehe das alles nicht. Egal. Wir gucken mal nach rechts, weil ich dich nicht sehe, Springtrap. Wir tun so, als wenn wir dich nicht sehen. Oh. Oh. Das kann... Oh mein Gott, jetzt habe ich mich aber erschreckt. Nee, also, wenn man dieses Spiel spielt, am Anfang ist es ganz schrecklich, diese Jumpscares, ey. Aber nach einer Zeit gewöhnt man sich dran. Ich hatte mich schon gewundert bei dem Let's Play, wieso mein PC so flüssig läuft, ja. Weil ich nicht aufgenommen hatte Freitag, egal. Nee, es war Donnerstagabend. Ich rede immer von Freitag, weil die Folge eigentlich Freitag rauskommen sollte. Aber egal. Es gab einen ganz kurzen Cut und Ventilation Error, ja. Das Spiel kam ich auch mal. Das kam ich dreifach. Irgendwas wollte ich gerade sagen. Genau, ich müsste mich langsam mal wieder um Mario Kart 8 kümmern. Es kam ja schon etliche Wochen nicht mehr raus. Obwohl in der Kanalinfo... What the fuck? Wieso bewegt er sich so... Ach, ist mir jetzt auch egal. Ja, jetzt ist er weg. Jetzt steht er wahrscheinlich schon wieder da, weil er sich teleportieren kann. Hahaha. Hahaha. Ha, ha. Ich wollte irgendwas wegen Mario Kart 8 sagen. Egal. Ich vergesse in letzter Zeit so oft, was ich sagen wollte. Ich werde alt. Ich werde echt alt. Da ist er nicht. Cam 7 war er gerade anscheinend. Jetzt kommt er wieder. Da steht er. Man sieht rechts seinen Arm. Also langsam weiß ich sogar, wo er ist. Wir warten ab, bis er verschwindet. Ich weiß noch nicht, ob er verschwunden ist. Wenn ja, sind wir im Arsch. Wenn ja, sind wir im Arsch. Also auf jeden Fall bin ich Donnerstag so weit gekommen, bis 5 Uhr morgens. Ja, 10 Sekunden mehr und ich hätte die Nacht geschafft. Aber egal, dann hättet ihr es ja nicht miterlebt und das wäre für alle schade gewesen. Ach nein, pfui! Okay. Da steht er immer noch. Okay, jetzt ist er verschwunden. Aber er wird zurückkommen, weil ich es sage. Wo ist er jetzt? Ach, da oben in der Ecke. Er beglubscht mich. Langsam sehe ich ihn hier in jeder Cam. Freddy kommt wieder angedanced. Ich bin Freddy und dance durch die Nacht. In einem Gruselkabinett. Mit einem Jungen, der da sitzt und mit sich selber redet, der so scheiße singen kann. Ich soll zu DSDS gehen. Ich sag, ich bin als Kind vom Fahrrad gefallen,
und komme direkt weiter. Das ist geil. Okay, Freddy ist wieder verschwunden. Und er kommt jetzt schon wieder. Oh. Oh, Freddy ist weg. Er war hier gerade, ne? Ja. Jetzt ist er wieder da. Und jetzt ist er wieder weg. Und jetzt ist er wieder da. Und Foxy kam noch nicht? Das wundert mich jetzt aber. Normalerweise ist Foxy immer so einer, der in die beschissensten Situationen kommt. Ja, jetzt kommt wieder Freddy und dance durch die Nacht. Er steht, glaube ich, in Camp 2. Ich weiß es nicht. Er ist in den Schächten und ich bin gefickt. Ich bin gefickt. Ja, ich wusste es. Das Problem war, ich konnte nichts in den Lüftungsschächten sehen. Es ist jetzt 3 Uhr morgens. Und ich will dieses Spiel nicht mehr spielen. Es ist kacke. Der Ballonjunge kann mich mal. Oh. Wieso? Was habe ich dir getan? Ich muss nur da sitzen, die Nacht überleben und dann kriege ich mein Geld. Wir müssen uns ja nicht begegnen, Springtrap. Ich meine, du kannst ja irgendwo überall chillen, außer halt in meinem Office, ne? Ach ja. Und jetzt der dritte Versuch. Der dritte Versuch. Dann werde ich wieder lustige Szenen reincutten und dann, ja, schauen wir mal, wie es so weitergeht mit der Entwicklung hier. Und ob wir irgendwann diese Nacht überleben. Was ich eher bezweifle. Freddy steht in der Nacht, so alleine im Raum. Und wir holen ihn wieder. Audio Devices rebooten. Oh yes. Also Five Nights at Freddy's kommt besser an als FIFA auf meinem Kanal. Ich glaube auch nur daran, ihr liebt es, mich leiden zu sehen. Das ist der einzige Grund, warum ihr es schaut. Ich habe euch geschaut, ja. Jetzt ist er wieder weg. Und wir holen ihn zurück. Weil er Springtrap ist. Na, er hat sich fast gereimt, ne? Ja, aber nur fast. Und da steht er wieder. Jetzt kommt er wieder. Ich hab mich geirrt. Er ist auf dem Weg zu mir. Da-da-da. Nee, ich höre jetzt auf zu singen, ey. Ich glaube, ihr kriegt auch Ohrenkrebs davon. Hashtag Ventilation bummst dich. Los, mach schon, mach schon. Das Problem ist jetzt wieder, ihn zu entdecken. Da ist er ja. Wir locken ihn Cam 6. Hat sogar Ah, da steht er ja. Ich habe ihn gesehen. Ich weiß jetzt ungefähr, wo er auf den Cams ist. Das ist sehr gut. Aber er bewegt sich sehr schnell. Das ist ja das Problem. Wie so ein Sprinter. Sprintet bei ihm. Badum. Ach, da ist er ja wieder. Jetzt ist er wieder weg. Jetzt ist er wieder da. He is watching me. Hey. Hey, yo. What's up? Oh. Er muss wiederkommen, weil ich es sage. Ich will diese Nacht endlich schaffen. Also ich habe jetzt wirklich keinen Bock, irgendwie das Spiel noch 6 Milliarden Stunden zu spielen, also. Also Steam hat mir gesagt, ich habe das Spiel schon über 3 Stunden gespielt. Hello. Oh oh. Er ist wieder da. Okay, und im Übrigen, wenn man auf Steam das Spiel ganz oft startet, kommt dann Jumpscare, ey. Ich hatte heute das Problem, das Spiel hat sich irgendwie nicht gestartet. Ich drück 1000 Mal auf Starten und... Foxy! Du kleiner Fuchs! Also wenn man 1000 Mal auf Starten drückt, dann kommt halt so ein Jumpscare, ey. Ich hab mich so erschreckt, ey. Ja, das kam so unerwartet. Wenn man dieses Spiel spielt, weiß man ungefähr, ja, Jumpscares sind halt drin, ne? Okay, jetzt habe ich mich mehr ein bisschen erschreckt. Aber wie soll man das Spiel denn schaffen?
Wie soll man dieses Spiel schaffen? Egal, weiter geht's. Ach ja. Und, was meint ihr so? Sitzt ihr auch gerade in einem Gruselkabinett und müsst auf Maskottchen aufpassen? Nein? Oh, dann bin ich ja wohl der Einzige. Springtrap. Ich kann dich nicht leiden. Ja, wo ich das gesagt habe, ist der weggedüst, weggerannt. Aber dieses Spiel, wir müssen es doch endlich schaffen. Das kann doch nicht sein, dass wir 6 Milliarden Versuche dafür brauchen. Los, komm zurück. Okay, wir kommen wieder zu Papa. Wenn ich der Vater bin und er der Sohn, wie sieht dann die Mutter aus? Ich will es gar nicht wissen, ich will es gar nicht wissen. Oh oh. Springtrap, komm her, komm her. Bei Fuß, bei Fuß, bei Fuß, bei Fuß, bei Fuß, bei Fuß. Komm zurück. Und Freddy's mal wieder, macht wieder Dancing in the Night. Atemlos durch die Nacht, tanzend durch die Nacht, genau. Tanzend durch die Nacht. Tanzend durch Grusel, durchs Gruselkabinett. Spür das Leben. Naja, was für Leben, ne? Wobei, paranormale Aktivitäten, würde ich mal sagen. Da komme ich wieder auf das Thema Paranormal Activity. Also, ich fand die 4 Filme eigentlich relativ schwach. Der beste war meiner Meinung nach... Ach, scheiße. Ach, Foxy. Du kleiner Fuchsi. Foxy. So, Fox, Fox, Fox. Zurück zu Paranormal Activity. Auf jeden Fall, willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Wo kamst du denn her, du kleiner Hurenschmock? Egal, ich werde jetzt die lustigen Szenen reincutten und ich werde versuchen, diese Nacht endlich zu schaffen. Also, bis dann. Beste. Ja, nee. Nee, guck mich nicht so scheiße an. Geh weg. Hi. Kein Mensch will dich haben. Verpiss dich. Mongo. Geh weg. Ja, spring mich an. Ich hab keinen Bock mehr auf das Spiel. Wirklich, ey. Oh, ich... Wieso schaffe ich denn diese Nacht nicht, ey, Mann? Oh. Ja, schön. Boah, ich glaube, ich denke langsam... Das tut mir wirklich leid, Leute, aber... Es ist auch für euch langweilig, immer diese fünfte Nacht zu sehen, aber ich schaffe sie einfach nicht. Also ich muss wirklich langsam nachdenken, dass dieses Spiel einfach... Ja, nicht mal Let's Played wird. Also danach hatten wir ja geplant, Five Nights at Freddy's 1 zu Let's Playen. Aber drei, wir schaffen das Spiel ja einfach nicht. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Also ich saß jetzt schon wieder ganz lange dran, aber es klappt einfach nicht. Es klappt einfach nicht. Oh, ich hoffe, dieses Let's Play hat euch dennoch gefallen und würde mich sehr über ein Abo, ja, über ein Abo nach oben freuen. Genau, über einen Daumen nach oben freuen. Aber ich würde mich auch sehr über Abos freuen. Nach unten. Ja, ist mir jetzt auch egal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.